Natürlich gibt's für jeden auch etwas Leckeres zu essen. Doch zuerst gibt es für die Viert- und Fünftklässler in der Dr. Oetker-Welt jede Menge auszuprobieren, herauszufinden und zu lernen. Was zum Beispiel ist ein gestrichener Teelöffel Backpulver? Wie schlägt man ein Ei auf? Und warum immer in eine separate Schale? Und was macht eigentlich das Backpulver im Kuchenteig? Um das herauszufinden, stellen die Schüler mit Hilfe von Rezepten einmal Muffinteig mit Backpulver her und einmal ohne. Wird es nach dem Backen überhaupt einen Unterschied geben? Das Herstellen des Teiges geht ganz fix. Mehl, Zucker, Butter, Milch und ein Ei in die Schüssel. Und los geht der Tanz mit dem Rührgerät. Das ist für die Kinder nicht nur spannend, sondern macht auch jede Menge Spaß. Der fertige Teig kommt dann in Backförmchen. Je 6 ohne und 6 mit Backin. Fertig! Während die Muffins im Ofen backen, ist Zeit für eine erste Pause. Am sogenannten Puddingwunder, das seinen Namen wahrlich verdient hat. In nur wenigen Sekunden wird hier frischer, warmer Vanillepudding gezaubert. Für viele Schüler eines der Highlights des Besuchs der Dr. Oetker-Welt. Frisch gestärkt geht es jetzt auf Entdeckungsreise in die Markenausstellung. Zu bestaunen ist im Raum Heureka eine historische Rarität, eines der ersten Backin-Päckchen. Dann heißt es wieder volle Konzentration. Zu zweit oder zu dritt sollen die Schüler jeweils ein Exponat genauestens unter die Lupe nehmen und herausfinden, was bei Dr. Oetker damit gemacht wird. Da gibt es zum Beispiel den filigranen Messschieber, das geheimnisvolle Bostwick-Messgerät oder diese historische Apfelanlage. Und es gibt noch jede Menge mehr zu erleben. Ein Treffen mit Paula zum Beispiel. Ein filmisch gebackener Kuchen mit einem überraschenden Effekt. Oder dieser ziemlich fröhliche Kindergeburtstag. Entdecken und Lernen macht hungrig. Und deswegen laden wir euch nach 3 Stunden Abenteuertour ein zum Probieren von Pizza und Pudding und Butterspeise. Na dann, guten Appetit! Ein ereignisreicher Vormittag ist fast zu Ende. Ist eigentlich nur noch eine Frage zu klären. Was macht denn nun das Backpulver im Kuchenteig? Dazu führen die Schüler unter Anleitung ein Experiment durch. Je ein Päckchen Backin wird in warmes bzw. kaltes Wasser gegeben. Was dann passiert, ist wirklich beeindruckend. 2, 3. Verraten wird das jetzt natürlich nicht. Und auch der Unterschied zwischen den Muffins mit und denen ohne Backpulver bleibt vorerst unser Geheimnis. Besucht uns, wenn ihr es herausfinden wollt. Wir von der Dr. Oetker-Welt freuen uns auf euch.